Hallo und herzlich willkommen im Wald zum Gefahren Ding. Hallo und herzlich willkommen im Wald und wir müssen uns wieder um die Waldgefahren kümmern und machen das relativ zügig. Ich soll langsamer sprechen, also spreche ich langsamer und versuche es trotzdem kurz zu halten. So, folgendes. Wenn wir im Wald unterwegs sind, besteht immer ein gewisses Risiko, dass uns irgendwas auf den Kopf fällt, weil da oben hängen Äste und die kommen gelegentlich mal runter. Wie hoch ist jetzt diese Chance, dass das passiert? Relativ gering. Kein Mensch kann da den genauen statistischen Wert zu angeben, weiß niemand. Es ist allerdings schon so, dass relativ selten Leute von Ästen, die irgendwie auf den Kopf fallen, erschlagen werden. Das ist allerdings auch tatsächlich schon vorgekommen. So. Oder auch mal ein Kinderwagen hat es leider mal erwischt, gab einen großen Aufschrei in der kompletten Forstwirtschaft, dass das passiert ist. Aber ja, das Risiko besteht nun mal. Der Wald ist eben der Wald und selbst im Waldgesetz steht, wer den Wald betritt, hat mit waldtypischen Gefahren zu rechnen. So. Das Risiko ist allerdings abhängig von ein paar Faktoren, die wollen wir mal kurz durchkauen, nämlich die Chance, dass einem ein Ast auf den Kopf fällt, ist im Sommer im Laubwald höher und im Winter tendenziell eher im Nadelwald höher. So, warum im Sommer im Laubwald? Weil Laubbäume durchaus dazu neigen, tote Äste runterzuwerfen. Man sagt auch diesen Totastverlierer, weil wenn ein Ast abgestorben ist, wenn es nicht mehr lohnt, an dem Ast nennenswert noch Laub auszutreiben, dann kann der Ast sozusagen abgeschnürt werden am Astansatzpunkt. Das kann jetzt ein dicker Ast sein, der direkt am Stamm ansitzt, oder ein dünnerer Ast, der an einem anderen dicken Ast ansitzt. Jedenfalls kann der abgeschnürt werden und fällt dann runter. Deswegen, wenn ein Laubbaum alt genug wird, findet man unten am Stamm nie noch irgendwelche Astreste, weil die Äste halt im Laufe der Zeit irgendwann alle abgeworfen sind. Kann natürlich sein, dass dann jetzt beim Astabwurf, der so mehr oder weniger in der Vegetationsperiode im Regelfall stattfindet, also grob im Sommer, halt dann eben direkt drunter steht und dann in dem Moment dieses Ästchen abbekommt. Das ist tendenziell eher im Laubwald wahrscheinlich als im Nadelwald. Im Nadelwald hingegen bleiben sämtliche Äste grundsätzlich am Baum hängen, bis sie abbrechen durch den Einfluss von zum Beispiel Wind. So, und Wind ist eher im Winter zu erwarten und außerdem ist die Windangriffsfläche im Winter bei einem Nadelbaum immer noch hoch. Bei einem Laubbaum hingegen ist sie sehr, sehr, sehr gering, weil der hat ja im Winter kein Laub. Dementsprechend ist die Chance, dass ein Ast, der nicht runterfallen soll, im Laubwald im Winter runtergeweht wird, abgebrochen wird vom Wetter, eher gering. Natürlich besteht noch die Möglichkeit, dass ein ohnehin schon toter Ast, der gerade kurz vorm Runterfallen ist, beim Schwanken des Baums im Winter dann mechanisch dann doch gelöst wird und runterfällt. Aber die Chance, dass ein Ast abgerissen wird und einem auf den Kopf fällt, würde ich sagen, ist im Winter im Nadelwald generell doch noch ein bisschen höher. Soll heißen, wo hält man sich besser auf? Und wenn man keinen Ast auf den Kopf bekommen möchte, im Sommer im Nadelwald, im Winter im Laubwald. So. Generell ist dann auch zu sagen, je älter der Wald, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas runterfällt, was einem richtig wehtut. Bei mittelalten Wäldern ist die Chance, dass was runterfällt, generell höher, weil sie dann so in dem Astreinigungsalter sind, wo sie halt eben anfangen, ihre Ästchen so nach und nach wirklich im größeren Maßstab runterzuschmeißen. Das sind aber meistens dann keine riesigen Äste. Werden die Bäume richtig, richtig, richtig alt, kann auch irgendwann mal was richtig Großes runterfallen. Aber sowas ist eigentlich im Wirtschaftswald nicht existent, weil die Bäume da nicht so alt werden. Das wäre allerdings was, was man zum Beispiel wie hier in so einem sehr naturnahen Wald entsprechend erwarten dürfte. Ich befinde mich hier auf dem sogenannten Wildnispfad. Und da hinten seht ihr schon, da steht auch so ein toter Baum rum. Ne? Also hier ist durchaus immer bei sämtlichen Naturschutzgebieten, wilden Wäldern, Wildniswäldern, Naturwäldern, Urwäldern von morgen und all so einem Kram, ist immer mit erhöhtem Astschlagrisiko zu rechnen. Wer also in sowas reingeht und sich da länger aufhält, der hat da einmal ein gewisses erhöhtes Risiko und selbstverständlich steigt das Astwurfrisiko mit der Windgeschwindigkeit proportional an. Das Äste runterfällen ist auch
bei völliger runterfallen ist auch bei völliger Windstille möglich. Es ist umso wahrscheinlicher, je mehr Wind geht, und ab 40-50 km/h Windgeschwindigkeit würde ich spätestens empfehlen, den Wald nicht mehr zu betreten, weil dann das Risiko, von einem Ast getroffen zu werden, durchaus relativ hoch ist. Also es wäre dann unvernünftig, in den Wald zu gehen. Kann man natürlich trotzdem machen, sollte man aber sein lassen. Ups, jetzt war da ein Schnitt und ich habe vergessen, Tschüss zu sagen. Das ist eigentlich alles, was noch fehlt. Tschüss. Ne? Das war's.